Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf Morgs Games. Ja, ich habe schon lange kein Tutorial mehr gemacht, deswegen wird es mal wieder Zeit, heute eins zu machen. Heute mache ich ein Tutorial darüber, wie mache ich denn mein eigenes Kanalbild auf YouTube, also explizit auf 3D-Schriften und sonstige Icons einfügen bezogen. Also, was ihr zuerst mal braucht, um ein gutes Kanalbild herzustellen, ihr braucht mir erstmal, nein, nicht die Nachrichten. Also ihr braucht erstmal eben den Browser. Dann müsst ihr erstmal die Daten haben. Ne? Also wie groß muss überhaupt ein YouTube-Kanalbild sein? Dann gebt ihr mal YouTube-Kanalbild ein auf Google. Nicht Texturen, einfach Kanalbild. So. YouTube-Kanalbild. Dann hier Richtlinien für Kanalbilder. Also den Link werde ich euch natürlich in die Beschreibung stellen. Also, für optimale Ergebnisse auf allen Geräten empfehlen wir ein einzelnes Bild 2560 mal 1440 Pixel hochzuladen, das für die unten angezeigte Vorlage optimiert wurde. Also hier seht ihr. Eben das Ganze ist 2560 mal 1440. Und das heißt, das Text und Logo Saferia, also wie man zum Beispiel auf dem Computer sieht, ist nur hier, also auf dem. Und eben, also ihr müsst einfach darauf achten, dass zum Beispiel der Schriftzug in der Mitte ist, damit man Text und das Logo sieht. So, nun haben wir die Daten. Hier. Das müsst ihr euch gut merken. Schreibt es euch irgendwo auf vielleicht. Oder sonst irgendwo. Weiß auch nicht. So. Also schließen wir mal den Browser. Also, nee. Zurück. Springen. Später. Okay. Also. Und nun braucht ihr natürlich ein Programm, um das Ganze zu machen. Also, ich würde euch empfehlen, entweder Photoshop. Oder GIMP, das hier nicht aufgeführt ist, ist egal. Also ich mache es heute für euch mit Photoshop. Photoshop. So, Photoshop CC, das Neueste. Also eben hier, also das ist eine Testversion. Also die könnt ihr vom Internet gratis herunterladen. Stelle ich euch natürlich auch in die Beschreibung, aber dafür müsst ihr dann ein Adobe-Konto eröffnen. Aber ja, das geht ruckzuck. Also. Nun, fangen wir mal an mit Photoshop. So, dann mache ich hier Vollbild. Nun denn. Also, gehen wir mal auf Datei. Öffnen. Ah, nicht öffnen. Boah, sorry. Nicht öffnen. Neu. Tastenkombination CMD, also Control und N. Und wenn dann 1, nennen wir es einfach mal YT Tutorial. Tutorial. Okay. Dann haben wir hier. Müssen wir die Angaben 2500. Nee. Wie viel war es jetzt nochmal? Jetzt habe ich es selber vergessen. Scheiße. Nochmal kurz nachschauen. Wie groß muss noch online sein? Das habe ich gerade vergessen. Ich habe es voll vergessen. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ah, nee. Okay. 2560. Und 1440, genau. So muss es dann sein. Dann klickt ihr auf OK. Alles kontrolliert nochmal. Hintergrund könnt ihr natürlich auswählen. Okay, ich mache jetzt nicht weiß. Andere. Mache ich irgendwie blau zum Beispiel. Nee, schwarz. Dann mache ich schwarz. So, und dann mache ich OK. Und dann letzte. Und jetzt haben wir die optimale Größe für ein YouTube-Kanalbild. Und nun, also wenn ihr nicht so ein aufwendiges Kanalbild wollt und nur so eine 3D, einen 3D-Schriftzug, also mit dem Kanalnamen und unten dran dann noch so irgendein Spruch, zum Beispiel wie bei mir, Morgs Games, Airmorgs Games und anderes. Ja. In dem Fall müsst ihr jetzt Text hier bei T. T. Testwerkzeug wird installiert. Ja, dann fangt die irgendwo hier an. Dann nennen wir das mal Y T YouTube Tutorial.
das vergrößern wir mal. Also ich finde, die optimale Größe ist etwa nicht, also diese Größe gibt es, ist ja nicht hier aufgeführt. Das heißt, ihr müsst sie manuell eingeben. Das heißt, 250. Ja, das reicht, denke ich mal. So, okay, dann klickt ihr auf Enter. Danach macht ihr Enter. Dann könnt ihr das andere 72 groß machen. Das reicht. YT Tutorial. Tutorial. Und anderes. Punkt, Punkt, Punkt. So, Punkt, Punkt, Punkt. Dann habt ihr es hier. Dann könnt ihr es so hier mit dieser Funktion in die Mitte schieben. Eigentlich sollte es. Ich weiß gar nicht. Nee, nee. Eigentlich sollte es hier immer angezeigt sein, wie viel Zentimeter. Es steht immer auf dem 0,0-Punkt. Dort sollte es dann in der Mitte sein. Etwa. Ja, ich mach's mal hier. So, okay. Dann klickt ihr hier drauf, damit es so als so gespeichert ist. Danach Rechtsklick hier drauf. Oder? Was so? Ah nein. Sorry. Nee, wie war's nochmal? Ich hab's gerade. Ah, ne, Schrift, sorry. Schrift natürlich. Alles 3D extrudieren und danach kommt das. Müssen warten. Das 3D-Bearbeitungsprogramm wird ein bisschen geladen. So, und jetzt sieht es so aus. Ich kann es beliebig deuten. So, so, von unten. Ah, hier seht ihr sogar, wie lange das etwa ist. Dann könnt ihr so, so. Ich sag jetzt mal, das sieht sehr gut aus. Dann macht ihr hier 3D-Rastern. Danach habt ihr es so. Und jetzt, ah, jetzt seht ihr es hier. Schaut mal. Also ihr seid schon auf 0 cm, seid ihr schon. Also auf vertikal ist das noch horizontal. Müsst ihr auch auf 0 cm sein. Das hier genau abschätzen. Jetzt bin ich soweit. So, jetzt ist es genau in der Mitte. Also, ja, der Schriftzug. Tutorial und anderes. So, jetzt haben wir mal den Schriftzug. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? So, natürlich gehören auch ein paar Effekte hier rein. Also klicken wir Doppelklick. Danach haben wir hier verschiedene Effekte. Ich bevorzuge mal den Schein nach innen. Hier seht ihr es. Nehmt ihr immer von der Farbe, nehmt ihr zum Beispiel jetzt beim Grün. Nehmt ihr jetzt ein ganz helles Grün für den Schein nach innen. Sieht dann einfach besser aus. So zum Beispiel ganz hell. So ein Schein nach innen. Dann könnt ihr etwa. Jetzt seht ihr, wie der Schein zurückgeht und wir wieder ganz. Jo, ich denke mal, das ist okay. So, das reicht. Hier können wir unterfüllen. Das wäre dann so. Das wäre dann so. Sieht nicht gerade wirklich toll aus. Also lassen wir das mal. Und die Größe des Scheins. Ich würde mal sagen, 32, das reicht. So, da haben wir hier 32. Natürlich gehört, wenn der Schein nach innen schon existiert, gehört natürlich auch der Schein nach außen dazu. So, und hier nehmen wir ein ganz dunkles Grün. So etwa. Nee, ein bisschen besser. Geht so mehr ins Olive rein. So etwa. Ja, ich muss sagen, das reicht. So. Danach habt ihr hier, könnt ihr auch die Deckkraft senken oder steigen lassen. Ich würde mal sagen, hier auf 46%, 45 reicht es mal. Das Rauschen, seht ihr vielleicht? Seht ihr nicht? Okay, man sieht es nicht so gut. Überfüllen. Da ist so. So weicher. Die Größe des Scheins. 250 wäre so. Also man sieht es schon. Etwa. Ja, gleich wie beim anderen 35, das reicht, glaube ich. So, nun können wir auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das schon wieder? Ne, nicht hier. Kontur, war das hier? Nee. Schlagschattenmuster über. Ah, hier war das Musterüberlagerung, genau. Hier könnte ich es so machen. Nein. Ursprung ausrichten. So könnt ihr die Effekte so reinbauen. Sieht
Ich weiß nicht, wie habe ich das letzte Mal gemacht, das mit Ebene verbinden, ja, eben. Ich weiß jetzt auch nicht, an Ursprung ausrichten. Vielleicht jetzt? Ja, ich weiß, eben hier könnt ihr so Effekte reinmachen. Eigentlich habe ich es mal so gemacht, dass die grüne Farbe bleibt und dass einfach die Effekte so drin sind, aber ich weiß es gar nicht mehr. Eigentlich soll es an Ursprung ausrichten sein. Ist egal, okay, machen wir den Effekt mal weg. Und dann Musterüberlagerung, könnt ihr so Verlaufsüberlagerung zum Beispiel, das könnt ihr auch so machen. Aber ich würde euch einfach nur den Schein und den Schein nach außen filmen. Natürlich könnt ihr auch andere machen, wenn ihr das wollt, aber ich finde, das sieht so gut aus. Also da machen wir, okay. Nun haben wir hier YT Tutorial. Ein neues Kanalbild zum Beispiel. Und danach. Ja, kann ich eigentlich speichern. Theoretisch könnt ihr auch eine neue Datei öffnen und hier irgendwelche Icons einfügen. Zum Beispiel nehmen wir mal etwas. Super Mario. Öffnen. Ist hier ein zweites Fenster geöffnet. Könnt ihr das hier, soweit ich weiß, kann man das hier reinschieben. Geht irgendwie doch nicht. Keine Ahnung warum. Ich will das als eigenes Fenster haben. So, jetzt. Das hier rein machen, so genau. Danke, die Super Mario hier neben dran. Hallo. Zum Beispiel. Oder irgendwelche andere Aspekte, die euren Kanal zur Geltung bringen. Also irgendwie, zum Beispiel bei mir war, ist es jetzt auch ein Mario hier, weil es um Gaming geht. Und hier eine Wii, hier Ratchet und Ratchet. Und ja, deswegen. Und dann könnt ihr es exportieren, weil ja eben. Ah, nein, nicht exportieren, sorry, speichern und dabei exportieren. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, da das Photoshop ist. Also Photoshop hier könnt ihr GPEG, dieses Format, JPG. Das Format ist recht klein, also das heißt, es nimmt nicht so viel Speicher. Macht ihr sichern. Ich würde mal sagen, ist okay. Okay. Dann gehen wir mal zum Finder. So, YT Tutorial, hier haben wir es ja. So, und nun gehen wir mal zu unserem Kanal. Ja, ich gehe jetzt zu meinem Kanal, ich mache das nur schnell als Beispiel. Also YouTube. So, dann haben wir hier. Oh, ich habe eine Nachricht. Dann gehen wir hier drauf. So. Dann Kanalbild bearbeiten. Für. So, dann Foto vom Computer auswählen. Gehen wir zu all meinen Dateien, was da zu oberst ist. Wo ist es jetzt? Ich weiß gar nicht. Bilder. Ich muss schnell schauen. Ist wahrscheinlich zu unterst, weil es ja mit Y anfängt. Tatsächlich ist es hier. So. Öffnen. So. Tada. Da habt ihr es. Könnt es natürlich zuschneiden. Ja, der Mario passt es doch. Wir können ihn drauf machen, wenn wir das ein bisschen verkleinern. Ja, eben. Aber wenigstens ist ja, der Mario ist vielleicht ein bisschen zu groß. Hätte man ein bisschen kleiner machen sollen. Aber hier seht ihr nur das Y-Tutorial. Okay, dann machen wir zum Beispiel so, machen wir es mal so. Und dann machen wir auswählen. Dann wird gespeichert. Jetzt warten wir einen kurzen Moment. Und dann habt ihr YT Tutorial. Sieht nicht schlecht aus, oder? Aber ich will es jetzt wieder ändern. Das heißt, ich klicke wieder auf diesen Stift. Kanalbild bearbeiten. Danach mache ich meine Fotos. Welches habe ich genommen? Das. So. Zuschneiden. Jetzt ein bisschen nach oben orientiert. Damit man das. So, auswählen und tada, da ist wieder mein altes Kanal. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, da eben ich habe ja jetzt zwei Kanalbilder gemacht. Ich habe für Sörger TV auch ein Kanalbild gemacht und für mich auch, da ich das selber mal ausprobieren wollte und eben. Ihr könnt sie so wieder gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt auch noch mehr Effekte in die 3D-Schrift einpacken, wenn ihr wollt.
Also es ist euch ganz euch überlassen. Lasst eure Kreativität freien Lauf und dann wird das schon ein gutes Kanalbild. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier kommt ihr nochmal zu meinem letzten Video. Wie singe ich wie meine Lieblingskünstler und natürlich auch das Ratchet & Clank Let's Play hier noch eingeblendet. Da klickt mal drauf, schaut mal vorbei und vielleicht gefällt es euch ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Klickt auf diesen Abonnier-Button, der hier erscheint, und teilt das Video auf Facebook und Twitter, falls ihr es euren Freunden auch mal zeigen wollt. Also, bis denne!